So, herzlich her? willkommen zurück zu Borderlands 3 zusammen mit Casino. Hallo. In der letzten Folge sind wir auf Necrotafeo, der Heimatwelt der Iridianer, angekommen und haben Typhon de Lion, den ersten Kammerjäger, der je existiert hat, getroffen. Aus irgendeinem Grund ist Maliwon allerdings auch hier. Wir wissen nicht, wie lange die schon hier sind, aber erreicht haben sie scheinbar noch nichts. Und der Zerstörer wird ja freigelassen. Das ist irgend so ein Monster, für das die Iridianer ihre gesamte Zivilisation geopfert haben, um es einzusperren. Und die haben hier aber auf ihrem Planeten eine Maschine geparkt, die wohl in der Lage ist, den Zerstörer zu besiegen. Und die müssen wir wieder freilassen. Dafür brauchen wir aber vier Iridianer-Schlüssel. Wir haben nur drei. Der letzte Iridianer-Schlüssel befindet sich irgendwo hier auf Necrotafeo. Aber bevor wir uns darum kümmern, den letzten Kammerschlüssel zu holen, haben wir hier noch die beiden Bots, die Typhon de Leon begleiten, nämlich Grouse und, wie heißt du eigentlich? Keine Ahnung, den anderen Typen. Und die haben noch Aufgaben für uns. Wir haben auf den anderen Planeten auch noch Aufgaben, aber ich denke, wir Sparrow fangen hieß der erstmal doch, hier oder? an. Sparrow hieß der Ja, doch. genau, Sparrow. Ja. Und außerdem haben wir letzte Folge noch diese coole Waffe hier bekommen, die so ein Ghostbusters, Ghostbusters-Strahl genau. schießt. Können wir mal Kreuz machen. Zzz. Na, da steht doch, man soll die Strahlen nicht kreuzen. Oh. Okay, deswegen will ich wissen, was passiert, wenn man sie kreuzt. Nix. Wäre cool, wenn irgendwie echt was passieren würde. So eine Mega-Explosion, beide tot. Ha! Okay. Ich würde gern mit dir reden. Der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Homöopathisch. Finde deine innere Harmonie. Oh, und hole Typhons Forschungsdaten Wir zurück. haben Typhons Forschungsdaten diesem Heilerbot gegeben, Turn. Aber er ist losgezogen und hat seine eigene Praxis aufgemacht. Was auch immer das heißen mag. Wenn Maliwan ihn findet, kriegen sie die Daten und kommen uns töten. Geh zu seinem Büro und hol sie zurück. Alles klar. Auf zum Büro. Wie viele von diesen komischen Bots hat er überhaupt mitgenommen? Gute Frage. Haben wir sogar. Du musst den Idioten umbringen und seinen Datenkern bergen. Was? Töte ihn nicht! Er ist ein total netter Kerl und kann super zuhören. Er hilft mir sogar, mit dieser Arschkrampe fertig zu werden, die immer für ein mieses Arbeitsklima sorgt. Naja, wirst du lieber glücklich oder lebendig? Was für eine komische Frage. Bis jetzt war ich immer beides. Boah, Damage. Oh, vor allem, wenn wir beide draufballern, Junge, Alter, wie die runtergehen. Ja. Ich meine, man kann nur sehr kurz schießen. Vielleicht bringt das nichts, was wenn wir beide draufballern über Kreuz. Weiß ich nicht. Also, irgendwas muss das da bedeuten. Müsste man beim Boss mal testen oder so. Übelst stark, die Waffe. Gut, dass du sie getestet hast, ey. Ja. Hätte ich schon direkt abgeschrieben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir ihn leben lassen wollen oder nicht. Das Problem ist, die Waffe synergiert nicht sonderlich gut mit meinem Melee-Kram, weil sie so eine lange Aufladezeit hat. Na, gleich mal, müssen gleich mal beim Boss oder so mal beide draufballern mit der Waffe. Irgendwas macht das bestimmt. Hauptsache, wir heilen den Boss dann oder so. Das wäre geil. Müssen wir ganz kurz vor Ende ausprobieren. Ja. Seine Ideen sind ein wenig abgefahren, aber lass es einfach zu. Benutz die Sprechanlage und sag ihm, was er hören muss. Oh, und töte ihn bitte nicht. Oder weiß ich noch nicht. Nein. Außerdem gibt dir Turn am Ende jeder Sitzung ein glänzendes Stück Iridium, wenn du ihn nicht tötest. Jeder, der dir einen Kristall gibt, ist glaubwürdig. Aha. Hi. Grüße, voraussichtlicher Patient. Ich spüre, warum Sparrow und Grouse dich geschickt haben. Und ich kann helfen. Aber zuerst, ist dein Bewusstsein zentriert? Und bist du bereit zu wachsen? Nope. Sicher bin ich das. Aha, aber ist deine Energie richtig zentriert? Lass mich einen Moment lang deinen Energiefluss beobachten. Sammle deine Energien ein. Was? Ich spüre, dass du eine stressige Arbeitsumgebung hast. Und dass du das Schicksal des Universums auf deinen Schultern lasten spürst. Interessant. Nein. Jetzt sehe ich, dass deine Energie fließt. Zentriere weiter.
Hier, zentrierte Energie. Nimm. Ein bisschen mehr nach links. Ja, aber echt, ey. Na bitte, jetzt bist du richtig zentriert und bereit für die Heilung. Bitte, betritt mein Heiligtum. Aha. Vergiss nicht, dass hier ist ein heiliger Raum, wo alle Lebensformen in Harmonie koexistieren können. Gesperrt. Ich bin immer in Harmonie. Deine erste Diagnosesitzung ist kostenlos. Danach nehme ich eine nominelle Gebühr von $1000 pro kosmische Neuzentrierung. Für den Anfang leg dich bitte auf die Couch. Alles klar. Ich kann mich nicht legen. Tja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Auch gut. Dein Pfad führt dich dahin, wohin er dich führen muss. Wie dem auch sei, wir machen weiter. Ich möchte, dass du dich kreativ ausdrückst. Das legt die Seele frei. Nutze diese Farbe und tob dich an der Leinwand aus. Was für eine Leinwand? Lass mich. Ja. Hast schon genommen. Oder? Ich hab noch gar nichts gemacht. Ach nee, Schlag auf die Farbe. Bam. Oh. Exzellent. Und jetzt male, was in deinem Herzen ist. Im Herzen deiner Seele. Herzen Metall. Deiner Seele. Metall, ja. Ups. Das nehme wohl besser ich. Ist das nicht ein schönes Bild? Ach, guck mal, ich mach. Ah, warte, nee. Ah, yo, wir können. Warte. Ach, guck mal, man kann sogar richtig. Kann man was richtig was malen? Warte mal, ich mal an der anderen Wand. Nee, hier geht das nicht auf der Wand. Achso, hat jeder seine eigene Wand? Zack. Nee, du kannst bei mir mitmalen. Ich versuche ein Haus zu malen. Es klappt eher so mäßig. Dann mache ich noch eine Garage dran. Na, kann man sehen, dass das ein Haus ist? Ja. Das ist abstrakte Kunst. Pass auf, warte. Kann ich da... Ja, das ist cool, wenn wir das so vermischen, Alter, zusammen. Das sieht geil aus, ja? Wer kommt höher? Höher! Oh, ey, du hast sogar auf dem Ding, wo gar nicht drauf geht eigentlich, Alter. Da kannst du gar nicht drauf malen. Hey, ja, klar. Ich schon. Ah, ich hab drüber gemacht. Fuck. Ey, hier kann ich nicht mehr drüber machen, ey. Voll unfair. Ah, jetzt. Ja, fast. Sehr gut. Eigentlich müssen wir die ganze Wand voll machen. Nein, lass mir. Oh, so, ich glaube, das so geht Zeit wieder haben weg, glaube ich nicht. Oh, das geht nicht weg, ne? Nee. Ja, komm, also das verkaufen wir dann im Kunstmuseum für $3 Milliarden. Ja. Das ist moderne Kunst. So sieht das aus. Geht das? Nee, gar nichts. Schade. Warte, jetzt boxe ich aber mit mehr Fäusten zu. Okay, das bringt aber nichts. Gut, wenn einem jemand zur Hand geht. Also die rechte Wand haben wir uns mehr Mühe gegeben. Ja, es ist wunderschön. Was sehen wir jetzt daraus? Was erkennen wir jetzt daraus? Weiß ich nicht, kriege ich eine andere Farbe, wenn ich da drauf haue? Nee, ich bleib bei Orange. Also ich sehe da orange und grüne Flecken. Ja, das ist eine sehr tiefgehende Analyse. Ich sag dir glaub, mal, dass wir fertig sind. Ganz düster, was du da siehst. Ja, das ist unser Geist ist aufgebracht und deine Kunst verrät mir, dass du dich gefangen fühlst. Ah, genau das. Ja. Ah, der hat doch recht, wir wollten ein Haus bauen, das wäre ein Gefängnis gewesen. Malen. Bitte öffne die Truhe der Ruhe für eine glorreiche Belohnung in Anerkennung deiner harten Arbeit heute. Yay! Oh, wie schade. Nicht das, was du erwartet hast. Und was fühlst du dabei?
Er bockt dich zu killen. Bist? Ja, so ja, ziemlich. Ja, du drückst dich aus. Es ist Zeit, hör auf, dich zu. Du musst mir komplett vertrauen, damit die Behandlung wirkt. Unter keinen Umständen darfst du zu Gewalt greifen. Wir werden sehen. Ich will mich glasklar ausdrücken. Wir können den Pfad der Heilung nicht Hand in Hand beschreiten mit einer Barriere zwischen uns. Ich öffne mich dir und du musst dasselbe tun. Erschieß mich nicht. Das kann ich gar nicht genug betonen. Der greift nicht zu. Wenn du dich so aufführst, wirst du nie Harmonie erreichen. Du bist ein schrecklicher Patient. Wir hatten nicht mal die Wahl. Meine Sensoren zeigen, dass du den Datenkern hast. Gute Arbeit. Komm zurück. Hast du auf ihn geschossen? Nee. Dann war das mein Autotarget-Projektil, das ihn instant gekillt hat. Ich hab nichts gemacht, oder? Ich öffne mich dir, Packtot. Oder vielleicht mein Pad. Oder das Pad von mir. Kann auch sein, oder? Ah ja. Pet, kann man. So ist es gelaufen. Aber warum das denn? Weil er wirklich nervig ist. Oder da. Nee, weil er sich zu einem Feind gemacht hat, während ich Auto-Target habe und du ein Tier dabei hast, das alles angreift, was nicht auf deiner Seite ist. Oh Gott. Ich hätte ihn tatsächlich leben lassen, einfach weil er irgendwie witzig ist. Übelst gut. Ich hab gar nicht im Kopf behalten, dass dein Tier ja alles angreift. Hier ist der Datenkern. Es tut mir leid, dass er getötet wurde. Aber wenigstens sind die Daten sicher. Auf Nimmerwiedersehen. Kristalle sind nur für eins gut. Hochpräzise interne Zeiterfassung. Und ein paar sind wirklich hübsch. Warum bist du so gemein, Grouse? Es ging hier ums Überleben, Sparrow. Dann fängst du endlich an, die Dinge ernst zu nehmen. Niemals. Welchen Sinn hat das Leben, wenn man alles jederzeit ernst nehmen muss? Du bist hoffnungslos. Yay, Mission abgeschlossen. Aber Grouse hat auch noch was für uns. Vielleicht kriegen wir wieder eine geile... Wir haben übrigens irgendeine Waffe wieder bekommen. Wird deine Seele vernichten. Nein. Nein, nicht meine Seele. Ich mag die doch. Ich hab schon längst verkauft, ja. Am Automat, ja. Moxie. Das wundert mich gar nicht. Zu tun. Geh mir mal zur Hand. Schlechte Schwingungen. Diese Nekrobeben legen alles in Schutt und Asche. Das ist furchtbar. Wir müssen sie stoppen. Oh ja, bitte, die gehen mir so auf den Sack. Du hast sicher die Nekrobeben gespürt, Kammerjäger. Oh das ja. Das muss Maliwans Werk sein. Alles klar. Bebenzeit ist die beste Zeit. Wie du siehst, findet Sparrow Nekrobeben lustig und cool. Aber wenn die nicht aufhören, wird dieser Planet in Stücke gerissen und alles darauf wird ausgelöscht. Was objektiv betrachtet nicht cool ist. Setze diese Signale ein, um die Quelle der Beben zu finden. Alles klar. Ach, das sind Signale. Nimm noch ein paar Sprengsätze mit. Für alle Fälle. Als Waffe. Platziere zuerst das erste Signal. Warte, wir wollen da verhindern, dass es weiter Beben gibt. Also, hier liegt übrigens ein toter Bot. Also nehmen wir Sprengsätze mit. Okay. Nur noch zwei. Wir müssen die Signale triangulieren, um die Quelle des Nekrobebens zu bestimmen. Wo müssen wir die anderen? Ah, die anderen müssen wir außerhalb platzieren. Hätte mich auch gewundert, wenn wir die alle hier in der Höhle platzieren müssen. Ich mag die durchgehbare Wand. Ja, ist cool gemacht. Ich kenne mich aus mit Dreiecken. Dreiecke sind abgefahren. Nein, nein. Du übersiehst das Wesentliche, Sparrow. Wenn die Beben nicht aufhören, könnten wir sterben. Na und? Dreiecke! Ah, man kann kein Dreieck ohne drei Punkte machen. Aber nur weil man drei Punkte hat, muss man nicht unbedingt ein Dreieck bekommen. Ich kann ja auch zwei Punkte aufeinander legen, dann habe ich trotzdem nur einen Strich. So, hier irgendwo ist das andere. Ach, guck mal, bei unseren komischen Viecherfreunden. Putz.
Ich hole schon. Oder bin ich schneller wieder? Oder so. Ich empfange eine Funkfrequenz. Was bedeutet, dass du das Hilfe! Bin noch nicht drin. Wir müssen eh noch was anderes machen. Toll. What the fuck? da hinten ist noch ein Mini-Boss, den wir platten können. Ah, okay. Ich hab dich schon wieder vergessen. Stirb. Und stark. So, hier drin. Ja, hier drin gibt's einen Mini-Boss, da können wir dann mal ein bisschen den Laser dran ausprobieren. Da, blendende Banshee. Und stirb. Des mythischen Necrotafeo. Doch gegen dich haben selbst Legenden keine Chance. Juhu. Guck mal, langsam werden die Kisten besser. Jetzt sind ja schon 4 grüne Sachen drin. Und hier lag ein Klassenmod für niemanden von uns. Cool. Er hat gar keinen Intro-Dialog gesagt. Die Banshee war so schnell platt. Typisch von uns. Kennt man ja nicht anders. Ja. Okay, wir haben noch ein Signal, das wir aufstellen müssen. Let's go. Go for it. Hui. Warte, wo müssen wir überhaupt hinfahren? Ich sollte vielleicht erst auf die Karte gucken und dann random durch die Gegend fahren. Immer noch ein Lock auf der Karte. Das ist das letzte Lock, dann können wir direkt, wissen wir sogar, wo das Typhon de Leon-Versteck von hier ist. Das ist geil. Da war ja bisher tatsächlich immer recht guter Kram drin. Ich weiß nur nicht, ob wir von hier aus da dran kommen. Der war hinter uns? Hä? So, hier irgendwo müsste der sein. Da oben. Kommen wir da hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Gute Frage. Oder? Doch, doch. Ich glaube nicht, dass wir hier hoch sollten. Aber es ist definitiv machbar. Haha! Nice. Muss ich zwischendurch einmal ducken. Guck mal, du kannst hier voll durchgehen. Ja, wir sind abgeschlossen. Oh. Das Schiff ist Schrott. Wir haben Waffen und Ausrüstung und Schinken für ein paar Monate, also sollten wir es schaffen. Ich habe ein paar dieser historischen Markierungen auf dem Schiff gespeichert und das ist gut so. Auf dem Planeten kann man sich leicht verirren. Necrotafeo. Der Name ergibt einfach keinen Sinn. Was zur Hölle ist ein Feo? Gute Frage. Ich schätze, diese Typhon-Archive sind weniger überzeugend, wenn man den Mann mal kennengelernt hat. Es geht doch aber nichts über etwas Beute für die Massen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Der Typ ist zwar klein, aber er ist trotzdem witzig. Ja. Jetzt gleich müssen wir uns durch einiges durchfighten, wie es aussieht. Ich setze uns mal einen Wegpunkt dahin. Ich hoffe, dass wir an der Stelle, wo ich den Wegpunkt hinsetze, auch reinkommen. Ganz sicher bin ich mir da nämlich nicht. Vollidiot! Vollidiot! Unser Auto ist so ein kleiner Panzer. Ja. So, hier müssen wir rein. Einer pinker Panzer. Nicht pink Panzer. Andersfarbige Panzer. Pink Panzer. Motor des Verfalls. Whatever. Warte, hier vorne ist noch so eine komische Plattform, die alleine steht. Oder geht's da irgendwo anders hin? Nee, da geht's woanders hin. Okay. Okay. Muni brauche ich nicht.
Bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich sowieso da lang müssen. Hier sind erstaunlich wenig Gegner, wenn man ehrlich ist. Naja, gar keine Gegner. Ah doch, jetzt. Jo. Bin schon mal hochgeklettert, ne? Oh. Diesen ganzen kleinen Gammelviechern müssen wir uns ja irgendwie nicht abgeben. Scheiße, ich bin zu weit gerutscht. Nochmal, nochmal! Das Übliche also. Mhm. Ja, ja. So, hier durch, runter und dann ist da der letzte Punkt, wo wir eine Fackel aufstellen müssen. Tada! Weitere Frequenz bemerkt. Was bedeutet, dass du nicht von gefräßigen Tieren in Stücke gerissen wurdest und das andere Signal platziert hast? Gut. Yes. Jetzt kann ich triangulieren. Ein Moment. Kraus, du brennst! Guck mal! Kraus! Hey! Sparrow, bitte. Ich versuche mich zu konzentrieren. Okay, ich sende dir die Koordinaten, Kammerjäger. Interessant. Die Nekrobeben kommen aus einer unterirdischen Höhle. Wir werden mit den Sprengsätzen einen Zugang freilegen. Passt. Gehen wir die Erdbeben sogar noch nach, ja? Den. Ja, wir vor allem finde ich gut, dass die Erde bebt und unsere Antwort darauf ist, es Sprengsätze zu platzieren. Einfach gegenrütteln, also entgegen, also als Antwort. Ja. So. Wir machen die heftigeren Erdbeben. Ja. Wir kommen aber, warte, wir können ja die Schnellreise benutzen. Okay, wohin? Ich glaube, die macht es uns ein bisschen einfacher. Landekapsel? Nee, die ist am weitesten weg. Ehrlich gesagt, es macht, wir haben nicht wirklich so viel. Okay, wir müssen doch zurücklaufen. Okay. Macht keinen wirklichen Unterschied. Debated. Aber vielleicht, wenn wir hier oben langklecken. Wobei, da vorne halt ist auch das Teifenlager. Das könnten wir uns halt... Weißt du was, wir holen uns das Teifenlager. Okay. Dann sind wir wenigstens... Hört sich gut an. Wir wenigstens was. Uha. Oh. Hier sind Wächter. Eventuell war das doch nicht unsere beste Idee. Ey. Boah, mir spawnen halt echt viele. Was habe ich nochmal für Granaten eigentlich? Also nicht. Boah, mit Korrosionsschaden macht man die übel schnell down. Sind das nicht Schilde? Ja, es ist also ja. Ja, aber bei der Waffe steht auch äußerst effektiv gegen Rüstung als Zusatz. Ja, aber Rüstung ist das Gelbe. Schilde sind blau. Ja, aber geht irgendwie schneller runter als ein normaler Schuss. Hm. Ja gut, weil Korrosion ist Iridium. War wurscht. Hauptsache geht schnell down, scheiß drauf. Ja, ich glaube... Ja, aber was ist denn dann Lager Rüstung? Rüstung ist das Gelbe. So. Gibt's ein Gelb und Blau? Gibt's das da? Ja, die Lebensleiste. Ja, ist die nicht rot? Rot ist das normale Leben, da ist Feuer gut gegen. Hier ist so ein Dingens. Zum Lesen. Naja, boah, wie die jetzt leuchten, Alter. Boah, voll geil, guck mal. Warte. Ich komme, ich hänge an der Treppe fest. Ah. Voll am Pulsieren, so. Was steht hier? Die Eridianer waren weder Götter noch Dämonen. Sie waren einfach ein Volk, dessen Fähigkeiten größer waren als seine Wünsche. Sie haben in ihrer Neugier Grenzen überschritten, die nie hätten überschritten werden dürfen. Es war vielleicht ihr Schicksal, sich selbst auszulöschen, so wie eine Sonne, die sich selbst verzehrt. Das ist ja aufbauend. Okay. Ich glaube übrigens, wir kommen an den Typhon-Lock gar nicht dran. Fühlt sich gut an. An das Ding. Regeln wir schon, ja. Zack. Diese Statue sieht übrigens übertrieben geil aus. Kann ich auch mal zeigen.
wenn die ganzen Spacken hier mal aufhören, uns anzugreifen. So. Hübsches Ding, oder? Ja. So, und davor Hammer. Ist eine der Truhen. Oh. Boah. Unfassbar. Irgendwie geht's noch eine Etage tiefer. Ja, ja, aber da eine Etage tiefer ist auch die Typhon-Box, aber... Irgendwie habe ich mehr auf, dass man mehr kriegt, wenn man die Dinger erkundet, die Iridium-Schriften. Naja, vielleicht kommt's halt immer drauf an. Wir haben jetzt mehrere. Wir haben jetzt zwei von den Dingern insgesamt gelesen, ne? Ich meine, es gibt wahrscheinlich wenn man das nochmal durchspielt im schwereren Modus, dann kann man die auch alle nochmal aufdecken. Hier ist eine Sackgasse. Aber hier ist eine Kiste. Oh, die sieht fett aus. Sexy. Eine, Pistole und Pistole. Eispistole. Langsam Feinde. Warte, ist die... Also ich hab kein Lied, du kannst... Komm mir aus, nehmen was du willst. Na, ich hab eigentlich eine relativ geile Pistole dafür gehabt. Das Frosten könnte echt gut sein für starke Gegner. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob sie mir gefällt. Weil die sehr langsam schießt. Ja, gut, das wäre wahrscheinlich sonst so stark. Naja, ich habe ja eine Frostwaffe, die sehr schnell schießt aktuell. Aber frostet die auch instant oder hat die nur eine gewisse Chance? Die haben ja alle nur eine gewisse Chance. Hier geht's gar nicht weiter. Ah, steht doch in dem Gewehr, oder nicht? Glaube ich. Ja, 17% Chance, 16% Chance, dass das braucht bei mir hier, beim Feuer zum Beispiel. Kryo-Effizienz meinst du? Unter der Waffe, direkt unter dem Waffen-Icon. Also wenn du auf der Waffe gehst, hast du ja links nochmal das Waffensymbol. Und da steht zum Beispiel bei Poison hier 236 Schaden pro Sekunde, 17% Chance. Achso, bei mir steht einfach nur 100% Kryo-Effizienz. Ja, und auf der anderen. Ja, 100%, das heißt, da ist jeder Shot ein. Ja, aber auf der anderen Waffe, die ich vorher hatte, steht 126% Kryo-Effizienz. Achso. Ja, gut, das ist dann nicht die Chance. Ja, gut, das ist aber dann nicht die Chance, Alter. Ja, ich hab. Ja, da steht halt keine Chance. Da steht nur die Kryo-Effizienz drunter. Ja, gut, ich habe auch keine Eiswaffe, ja, sonst. Weil ich Bei der Feuerwaffe steht an derselben Stelle 203 Schaden pro Sekunde, 12% Chance. Bei der Kryo-Waffe steht nur 100% Kryo-Effizienz. Okay. Also, ich glaube, dass du Gegner kannst du nur einfrieren, wenn sie weder Rüstung noch Schilder haben. Also, nur wenn sie echt nur noch normales Leben haben, kann man sie frieren. Ich habe das Gefühl, dass wir aktuell noch nicht nach unten kommen. Hier ist eine Quest, aber deswegen sind wir ja nicht da. Naja. Wir wollen immer noch den letzten Laser aufstellen, nur deswegen sind wir eigentlich hier. Das Zeug, was hier steht, werden wir sicher irgendwann noch brauchen. Ach, guck mal, hier hätte man auch in das Gebiet reingehen können. Das müssen wir uns merken. Jetzt brauchen wir erstmal unser Auto wieder. Ganz viele Rasierblätter schießen. Hui! Wo die überall hinrollen. Ja, hier sind wir erstmal maximal weit weg von allen Autos, die es irgendwie gibt. Was ist das? Hier steht überall so random Scheiße rum. Ja, du hast auch Spaß, oder? Ja, ich bin halt schneller, wenn ich immer renne und rutsch. Da habe ich wenigstens deine Geschwindigkeit drauf. Ich überhole dich so auch, ja. Minimal. Ja, ich könnte auch noch rutschen, aber wir sind da. Hallo. So. Beziehungsweise, nee, wir müssen gar keinen Teil mehr aufstellen, wir müssen die Erdbeben sprengen. Wollten wir nicht den Dingens holen? Die Loot-Box? Ja, da kommen wir ja nicht dran. Achso, die war unten. Genau, die ist irgendwo unter der Erde und, also ich habe zumindest keinen Weg gesehen, darunter zu kommen. Ich denke, das werden wir später noch machen. So. Todesspike. Hier gibt's Iridium. Ah, hier geht's runter. Ah, es ist eine der guten Truhen. Ah, nice. Ey.
Wir sollen scheinbar den eh schon ramponierten Turm sprengen. Alles klar. Und... Bumm. Geh jetzt unter die Erde und such die Quelle dieser Beben. Boah. Da waren zwar auch genug andere Löcher, aber... Geronimo! Da runter. Dann werden wir die Fauna dieses Planeten Stück für Stück ausrotten. Und dann wird endlich alles ruhig sein. Das klang irgendwie, als wolltest du jedes Leben auf dem Planeten töten. Außer uns. Ja, danach klang es, Sparrow. Genau danach klang es. Das fühlt sich toll an. Okay, die Waffe macht ganz gut Damage. Ist aber äußerst präzise. Noch kein Aber, ja? Das war gut. Ja, doch. Nicht, wenn du deine Primärprotokolle erfüllst. Welche da wären? Unseren Lebensraum sauber und ordentlich zu halten. Was the fuck? Aua. Was sind das für Dinger? Keine Ahnung, sie drehen sich an uns heran. Und sie machen ganz gut Schaden. Ich bin die Beste. Das ist alles viel zu klein. Und wenn ich mal vergesse aufzuräumen? Das wäre bedauerlich. Platz auf den Hinterkopf bedauerlich oder ich werde verschrottet bedauerlich. Für die Wahl. Er ist schon ein bisschen düster, der Bot. Hep. Ich kann diese Kraft entfesseln. Bam. Ich bin eine verdammte Legende. Man muss auch relativ häufig nach. Da ist wieder so ein Schriftstück. Ah. Warum hast du es versucht? Okay, was haben sie uns? Vielleicht muss man auch alle auf einem Planeten finden. Oder? Einst lebten wir Seite an Seite mit den Eridianern und doch hat bereits das Vergessen eingesetzt. Wir fürchteten einander nicht. Es gab nur Ehrfurcht auf der einen Seite und eine gewisse Traurigkeit auf der anderen. Sie haben nie verraten, ob sie ihr Schicksal im Voraus kannten. Aber sie haben uns auch nie gesagt, dass wir eine Wahl hatten. Warte, einst lebten wir Seite an Seite mit den Eridianern. Das heißt, die da redet, ist kein Eridianer? Was ist sie denn dann? Ich habe mich schon gefragt, wo ich die hätte. Ich glaube, das wurde uns schon gesagt, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich auch nicht. So. Das war gar nicht mal Das hat die Beben verursacht. Das ist eindeutig Sparrows Inkompetenz zu schulden. Was? Ich werde mich später um ihn kümmern. Du hast noch die Sprengsätze, oder, Kammerjäger? Okay. Ja, aber. Was ist denn hier drunter? Also, zwei Sprengsätze dran. Wir sollten weggehen. Oder uns da draufstellen, um hochgesprengt zu werden. Ja, Mann, schnell auf. Hab ich nicht mehr. Nein, du erkennst nicht. Ich hasse dich. Das sollte reichen, Kammerjäger. Kehr zu mir zurück und hol dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit ab. Oh, man schießt hier hoch. Nicht zu viel. Das ist eigentlich kein Zeichen, sondern nur Geld. Leute. Kammerjäger, reite den Luftstrom. Ah. Fang ihn an. Tu das nicht. Komm schon, nice. Das wird lustig. Wir sind schon fertig damit. Warte. Warte, wir waren doch gerade jetzt in dem unteren Gebiet. Hä? Nee, wir waren... Hä? Nee, das ist doch. Nee, das ist ein anderes. Okay. Ja. Okay. Verwirrend. Aber da unten... Nee, das ist ein anderer... Mann, diese Karte ist verwirrend. Es geht überall und nirgendwo lang. Statue macht voll den Move, so mit den Armen, so Dance-Move.
gesehen, dreh dich um. Hm? Die macht voll den Dance-Move, ja, mit ihren Händen so. Ach so. So über Kreuz, zack, zack. Ich glaube nicht, dass der Sprung schaffbar ist. Ich glaub, da beziehungsweise geht's auch gar doch nicht drüber. Ist er. Suck it! Wow! Ich bin durch den Boden gefallen. Warte mal, kann ich vielleicht hier was noch entdecken? Nee. Nee. Nichts Besonderes. Okay, diese Säulen da oben existieren nicht. Die sind nur Deko. Aber hier geht's noch irgendwo lang. Das ist aber was anderes. Was? Ja, so Wächter. Ich glaube, wir müssen hier nicht lang. Jetzt haben wir angefangen zu kämpfen, jetzt müssen wir hier auch fertig machen. Naja. Lassen uns sonst nie wieder in Ruhe. Nächster. Die verwandeln sich auch zwischendurch, die werden stärker mit der Zeit. Was? Der Typ hat sich weggeportet. Feiger Sack. Bleib hier und lass dich boxen. Und hör auf, dich im Nahkampf mit mir anlegen zu wollen. Ich bin eh stärker als du. Oh, was für dich hier? Aha. Klassenwort blau. Aber nur blauer Klassenwort. Nicht gut wahrscheinlich. Ja, ist auch für den falschen Baum. Aber ich nehme ihn trotzdem mit, weil dann ist er weg. Er ist blau. So, ich würde aber sagen, dass wir für diese Folge dann genug getan haben. In der nächsten Folge, keine Ahnung, wir haben ja noch genug auf der Karte zu tun. Ja. Und wir wollen ja auch noch auf die alten Planeten zurück. Oh. Das war nicht so klug. Komme ich hier zurück? Ja. Okay, alles klar. Okay, dann würde ich aber sagen, zur nächsten Folge porten wir uns irgendwo hin. Ah ne, wir sind hier, stehen hier relativ in der Nähe einer Quest. Dann gehen wir zur nächsten Folge schon mal dahin. Und gucken uns das an. Und ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.